Willkommen zurück bei Banished in einer neuen Aufnahme. Und ich muss erstmal so ein bisschen schauen, es ist jetzt ungefähr 2 Wochen her, dass ich das letzte Mal aufgenommen habe. Und jetzt brauche ich erstmal so ein bisschen einen Überblick. Hier haben wir Hühner. Hühner hätte ich ehrlich gesagt gerne noch ein paar hier drüben. Hier haben wir ja auch noch ein bisschen Platz, da kann ja noch ein kleines Gatter hin zum Beispiel. So, mal gucken. Pasteur. 66. Kann man ja so hier machen. Genau, und jetzt wird es langsam schon wieder Frühling. Wenn es gleich Frühling ist, dann mache ich das Ganze mal auf Stopp. Genau, jetzt haben wir hier ja schon 2 Minen mittlerweile. Ja, also einige Sachen sind doch schon so ein bisschen lange her. Ich gebe es zu. Hier oben hat man einen Steinbruch, ja. Okay. Gut, der Late Winter geht ja noch ein kleines bisschen. Und was können wir in der Zeit machen? Ja gut, ich lasse vielleicht trotzdem schon mal langsam die Leute auf die Felder gehen. Stonecutter machen wir 5. Hier machen wir 10. Forester machen wir wieder auf 12. Gatherer. Bilder. So. Das heißt, wir haben jetzt insgesamt 22 Farmer. Work, 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 work. 11. 13. 15. Okay, 15. 17, 9, zack. 21, 23, 25, 29. Oh, kann ich jetzt gar nicht mehr auf anmachen. Achso, der Korn und Work, ja. Das haben wir ja auch noch neu dazu gebaut. Work. So. Gut, da hat der jetzt mal nichts, wer hier damit arbeitet, aber ist ja nicht so dramatisch. 25 von 31, das sollte passen. Okay, Patienten, Krankheiten haben wir ja hier momentan nicht. Glücklicherweise. So, hier. Wird gebaut. So ganz langsam. Hier haben wir ja auch nochmal eine kleinere Farm. Und ehrlich gesagt, ah genau, hier hat man ja nochmal sowas hingemacht, ja genau. Ehrlich gesagt würde ich gerne mal ja, was würde ich denn gerne mal? Ist eine gute Frage. Eigentlich warte ich ja immer noch auf Schafe. Wo haben wir es denn? Lock? Firewood. Was? Food is low? Food is low. Ah, na ja. Also so low würde ich jetzt eigentlich gar nicht. Also nee. So low ist es jetzt gar nicht. Blacksmith haben wir 2, ja. Okay, wo war ich eigentlich? Genau, das ist der Blacksmith.
Ja. Wir lassen die Leute auf jeden Fall erstmal arbeiten. Hier, das wird fleißig gebaut. Und im Endeffekt warten wir immer noch auf einen Händler, der uns mal Wolle bringt. Das ist wirklich das Einzige, worauf ich gerade die ganze Zeit abziele. Und wenn wir das geschafft haben, hör mal auf. Nee, keine Ahnung, aber darauf warte ich gerade wirklich noch. Okay, hier liegen jetzt die ganzen Loks rum. Ist natürlich auch schön. Hier wird fleißig gebaut. Irgendeinen Woodcutter braucht man. Woodcutter. Ja. Genau, hier oben für die ganzen Loks. Ein bisschen Firewood würde ich jetzt erstmal noch nicht wieder reintun wollen. Aber bald. Okay, wie sieht's hier aus? Ist, denke ich, bald fertig soweit. Dann treibt man das Ganze mal ein bisschen schneller voran. Okay, Cloth Limit 50. Reicht doch erstmal, ehrlich gesagt. 100 Fleisch, wow. Sogar mal ein bisschen Leder, ja. Das ist schon schön. Die Nahrung wächst auch langsam heran. Was könnten wir denn jetzt mal bauen? Wobei eigentlich gar nicht viel. Wir haben nicht so viele Steine im Moment. Aber der hier ist bald fertig. Okay, hier hinten kommen dann die Schafe oder ähnliches rein. Und hier vorne können noch mal Hühner rein. Aber dafür... Oh, ja, Leute. Da können wir den hier ja... Chickens, Work. Ja. Oh. Wieso hat er jetzt hier ein Fragezeichen drin? Achso, weil ich nur ein Pasteur habe bestimmt. Ne, Herdsman heißt das Ganze. Zwei Herdsman. Okay, Firewood ist auch gerade an der Grenze. 39. So, und die hier splitten wir mal. Die haben wir gesplittet, das heißt, die haben jetzt auch 12 drin, genau. So habe ich mir das vorgestellt. Und der Friedhof wird langsam aber sicher ein bisschen voll. Herdsman, 2. Ich hoffe nicht, dass gerade einer gestorben ist aus Versehen, das wäre schade. Die Hühnchen müssten eigentlich... Ah, jetzt gehen die Hühnchen auch langsam mal rüber. 39 Stück passen dann da rein. Okay. Hier haben wir erstmal 1000 drin. Haben wir mal noch 100 dazu. Wie sieht es hier oben aus? Händler irgendwo mal? Ja, da kommt ein Händler. Hoffentlich ist einer, den wir auch brauchen. Okay, Steine. Da kriegt man ein paar dazu. Das geht alles. Hier sind viele Kinder drin.
18. Die Schule müsste ja eigentlich auch gut voll sein. Beziehungsweise es wäre vielleicht nicht schlecht, dann da oben noch mal eine hinzubauen und noch ein paar Häuser. Gut, hier waren ja mit 40 Steinen, die sind ja teuer gewesen. Gut, schlecht wäre es dann trotzdem nicht, aber... Könnte man zum Beispiel... Hier eins. Und ne, hier ne. Aber dort. Okay. Dann nehmen wir hier mal einen Woodcutter raus. Woodcutter und den stecken wir mit aufs Feld für die Ernte gerade mal. So. Ein Händler has arrived. Trade. Stone, Ale. Gut, Steel Tools würde ich schon nehmen. Für 330. Das geben wir mal. 330 Korn. Ein paar Loks. ...165... für 33 Steel Tool und ansonsten Orders... Chestnut, Peach, Pear... Bohnen, Kartoffeln... Wheat... Steel Tool, Wool Cooled, Wool, Lock, Warm Coat. Menschen, Iron Tool, Steel Tool und ein bisschen Stein zur Not noch. Bei den Steinen lasse ich mal weg. Trade. Trade. Dismiss. So. 33 Steel Tools einfach mal dazu. Das ist Lager hier ist schön voll. Genau, da bekommen wir noch mal ein paar Steel Tools mehr dazu. Okay, der kann aufhören zu arbeiten, der kann aufhören zu arbeiten, der kann aufhören zu arbeiten. Dann machen wir hier mal Work und Work. So. Okay, jetzt haben wir... Oh, jetzt könnten wir eigentlich wieder was bauen. Und das eine Haus, es wird gebaut. Können wir auch hier oben. Nochmal zwei Häuser bauen. Und sogar nochmal einen kleinen Weg vielleicht. Der hier rüber führt. So, dann wird hier alles langsam vernetzt. Dann nochmal zwei Häuser, nochmal ein Haus. Vielleicht dann hier unten auch nochmal ein Haus. So. Der muss nicht mehr arbeiten. Der nicht. Der nicht, der nicht, der nicht. So. Der nicht. Der nicht mehr. So. Wie sieht es denn hier rohstofftechnisch aus? Eisen. Haben wir an sich ja doch einiges. Das ist schon schön. Kohle. Kohlelimit 200.